JumpTaster.com, episode 2357, and this is Disney Princess Soup by Erasco. So, alright, merchandise never stops, now a Kenneth soup, and yeah, lovely, Disneyland. Yeah, have you been to Disneyland? I've been to Disneyland Paris, actually. I don't know whether I met the princess there. And it's like mild, salted only mildly, so yep. Good, and there's a sticker, let's check it out. I think all the princesses have names and stuff. I'm not sure. Ah, this is Rapunzel. Hello, Rapunzel. I hope it's I hope it's Rapunzel in English. Where do I put Rapunzel? I think I put Rapunzel on the cheat here. For whatever reason. Good. Yeah, let's check out the soup. It's still a food unboxing. That's a lot of water. That's really a soup, not a one pot or whatever. So here we go. This is mainly water. Yeah, this is the content. I can recognize a crown or something. What could this be here? Hard to interpret. This is maybe a shoe here. Is this a shoe? What do you think? Yeah. Are you a girl? Are shoes important to you? Good, and now of course I'm getting a hot plate. The heat here, and I just noticed it's like a code here, and you can win a trip to Disneyland. So yeah, please use it. Of course only the first one can use it, and tell me whether you have won anything. Good. So now it starts boiling or something. Is there some directions or something? It just says heat up slowly in a pot and stirring a little bit. Okay. I guess I turn it down. Good. Yep, I think it's done. Let's take a tasting sample. Yeah, this likes this noodles or pasta should resemble something. If you can't see anything, or if you like recognizing what this means, then please write a comment. This could be a crown or something. If the camera would be so, yeah, this here. But this, for instance, I don't know. It looks broken, I don't know. Good. What's this here? What could this be? Here. Oh, it's steamy now. Here's this. Good, yeah. Now tasting test. I think this is vegetarian. Good. And some corn and some peas and carrots. Mm.
Actually, not bad. What I'm disliking is a little bit, there's really a lot of water. But they said soup on the packaging. What do I do? because you can win a trip to Disneyland, I mean, I don't know. Like, this here was really kind of tasty. So, I like it. It's had like own taste, not over flavored or something. So, yeah, it's alright. So, maybe it's funny for kids or something. Yeah, let me know what you think about this. Do we have a soup with your children? What do you think about Rapunzel? Okay. What's your favorite Disney princess? So, language switch. Genau, also wenn ihr jetzt unbedingt eine Reise nach Paris wollt, ins Disneyland, dann tippt schnell diesen Gewinncode ein, denn er wird nur einmal gültig sein. Und ja, dann erzählt mir, was ihr gewonnen habt. Ihr könnt auch eine Rapunzelpuppe oder ein Disney-Car-Fahrzeug gewinnen. Je nachdem. Genau, ja, Rapunzel hat halt ganz schön das Knäuel hinten am Kopf. Irgendwie ist das ist doch nicht so voluminös, das ist doch egal. Eigeninterpretation hier. Und genau, Gemüsebrühe mit Nudeln, irgendwo stand noch Prinzessinnensuppe. Und das ist ja wirklich eine Suppe, also ein Topf würde ich fast nicht mehr sagen, hier ist fast nur Wasser drin. So. Habt ihr ja vielleicht gesehen, wenn ihr den englischen Teil geguckt habt. Ja. Ganz wenig Zeug hier. Das sind auch alles irgendwie Motive, die mit der Prinzessin zu tun haben. Aber ich bin, was das Interpretieren angeht, echt schlecht so. Das hier könnte eine Krone sein, aber zum Beispiel das Runde da. Ja, also wenn ihr irgendwas erkennt, einen Schuh habe ich noch irgendwo gesehen. Ist das hier ein Schuh? Wenn ihr irgendwas erkennt davon, sagt mal Bescheid. Gut, ja. Ist natürlich Merchandise at its best, so. Genau, da gibt es noch so ein gar Disney Cars Suppe. Die sogenannte Rennfahrersuppe. Und die hat gleich Fleischbällchen drin. Ja. Die Mädchen kriegen vegetarisch und die Jungs kriegen Fleischbällchen. Was haltet ihr davon? Ja, so ist das halt. Ja. Jungs, Autos, Mädchen, Prinzessinnen. Naja, und hier sind auch Sticker drauf, aber das kommt irgendwann später. Genau. Ja, das war die Folge. Also ich habe jetzt Win gegeben, weil das Zeug hier, wenn man das so jetzt isst, das schmeckt eigentlich recht lecker. Das hat auch so einen eigenen Geschmack von dem. Oder auch diese Pasta schmeckt relativ lecker so. Hier diese. Aber es ist wenig drin, aber das schmeckt lecker so. Gut, ja. Und hier das Sticker war drin, ja. Genau, was haltet ihr davon? Würdet ihr euren Kindern das kaufen? Ich frage mich, ob die Kinder dann im Supermarkt betteln. Mama, Mama, ich will die Prinzessin-Suppe. Ja, das ist interessant zu wissen. Egal, danke fürs Zusehen.